Minister, lieber Christian, sehr geehrter Herr Staatsminister, lieber Louis, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte und nicht wegzudenkende und besonders wichtige Landsleute hier im Raum, denn ohne Sie wäre diese Veranstaltung relativ armselig, muss ich auch sagen, wenn Sie nicht den Weg auf sich genommen hätten. Und das sei mir gestattet, lieber Dr. Wittmann, als Vorgänger hier im Amt des Vorsitzenden der Sudetendeutschen Stiftung. Ich freue mich ganz herzlich, dass Sie hier und heute den Weg gefunden haben in das Sudetendeutsche Haus. Und wenn ich die große Zahl von Besuchern sehe, dann muss ich sagen, der Saal hat sich schon mal rentiert. Und wir können auch überlegen, ob wir den Saal nicht noch ein bisschen ertüchtigen im Rahmen des Museums und vielleicht noch den einen oder anderen Platz hinzutun. Was wir aber auf alle Fälle machen sollten, das ist schon mal die erste Bitte an die Politik, weil die wird es heute so richtig mitbekommen, bitte helft uns, eine Klimaanlage einzubauen. Das ist nämlich heute schon grenzwertig, was wir hier haben, aber ich hoffe, wir werden das alle gemeinsam durchstehen. Liebe Landsleute, wir sind hier zusammengekommen zum Tag der Heimat, welches ein Gedenktag ist, der seit vielen Jahrzehnten in Deutschland jährlich begangen wird. Er geht zurück auf das Jahr 1949. Damals, aufgrund der Idee eines ehemaligen Bürgermeisters namens Wagner, wurde dieser Gedenktag eingeführt. Und am 20. November 1949 nahm er eben in Göttingen an einem Treffen der Vertreter der damaligen vertriebenen Deutschen teil und hat den Gedanken entwickelt, einen Tag der Heimat durchzuführen. Er hat dazu folgenden Beschluss eingebracht, der insbesondere drei Punkte beinhaltete. Erstens, die Heimatvertriebenen sollen sich jährlich einmal öffentlich zu ihrer derzeit verlorenen Heimat bekennen. Sie sollen ihren Kindern und allen Deutschen nahebringen, besonders auch das Recht auf die Heimat, das unveräußerlich und unabdingbar ist. Zweitens, die Heimatvertriebenen sollen sich ihres Heimatbesitzes erfreuen, ihr Heimatgut öffentlich zeigen und es den Kindern weitergeben. Drittens, der Tag der Heimat soll dem ganzen deutschen Volk den Wert der Heimat zum Bewusstsein bringen. Zugleich soll es an diesem Tag das Recht auf Heimat vor aller Welt fordern. Dadurch soll die Gemeinsamkeit der Heimatvertriebenen und der Heimatvertriebenen gefördert und so der trennende Graben zwischen beiden zugeschüttet werden. Sie sollen dadurch enger zusammenwachsen. Das war der Beschlussantrag von 1949. Schon damals haben die Vertriebenen erkannt, Zukunft braucht Heimat und Zukunft braucht Erinnerung. Und deshalb ist das Sudetendeutsche Museum, welches schon erwähnt wurde, ein zentrales Anliegen der Sudetendeutschen und ein zentrales Herzensanliegen unseres Schirmlandes, dem Freistaat Bayern. Das Museum soll ein Leuchtturmprojekt des bayerischen Kulturkonzeptes sein. Es wird gefördert durch den Freistaat und den Bund. Es werden die Planungen gefördert, es wird der Bau gefördert, es wird der Betrieb unterstützt, eine ganz wichtige Aufgabe hinterher. Und das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt ist eine staatliche Hochbaumaßnahme. Liebe Landsleute, das ist nicht etwas Selbstverständliches, denn damit baut der Freistaat Bayern bzw. hat seine Bereitschaft bekundet, auf momentan noch nicht eigenem Grund zu bauen. Und dafür gebührt ein ganz besonderer Dank all denen, die das beschlossen haben. Und es sei an dieser Stelle hinzugefügt, diese staatliche Hochbaumaßnahme ist nicht wegen Unfähigkeit, Unwollen oder Faulheit des ehrenamtlichen Stiftungsvorstandes, sondern es ist deshalb, damit diese gesamte Agenda Sudetendeutsches Museum zeitnah, zielgerichtet und auch kostengünstig umgesetzt werden kann. Und auch dafür nochmal ein herzlicher Dank. Das Museum wird für die gesamte Bevölkerung sein.
Zeitzeugen und die junge Generation, Einheimische und Neuzugezogene. Es wird ein kraftvolles Zeichen für Menschlichkeit und auch den Wert einer eigenen Kultur sein. Wir wollen gemeinsam das Museum schaffen als eine Perle in der bayerischen Museumslandschaft. Und was können wir daraus mitnehmen? Bayern steht fest zu seinem vierten Stamm, aber auch zu allen Vertriebenen. Und wir können eines mitnehmen, auf das Schirmland ist Verlass. Liebe Landsleute, Heimat, dieser Begriff heute in der globalisierten Zeit, ist vielschichtig und letztendlich sehr von den persönlichen Empfindungen eines jeden Einzelnen geprägt. War es ursprünglich der Geburtsort, der Ort, an dem jemand seine Wohnung und sein Zuhause hatte, so hat sich dies bis heute gewandelt. Heute beinhaltet der Begriff Kindheit, Familie, Dorf, Gemeinschaft, Religion, Kultur, Tradition und vieles andere mehr. Heimat, egal aber wie es jeder für sich definiert, entspricht einem Grundbedürfnis, nämlich dem Grundbedürfnis nach Geborgenheit, Schutz, Vertrautheit und Glücklichsein. Und genau deshalb ist Heimat und Heimatrecht ein unveräußerbares Menschenrecht, das niemandem genommen und dessen niemand beraubt werden darf. Und gerade deshalb sind Veranstaltungen wie die heutige und wie die zentralen Veranstaltungen zum Tag der Heimat von so großer, essentieller Bedeutung. Bekennen wir uns also zu unserer Heimat, zu unserer Tradition und Kultur. Demonstrieren wir unseren Zusammenhalt, denn nur durch das eigene und übermittelte Wissen um die eigene Kultur und durch die Liebe zur eigenen Heimat wächst die Kraft zur Verständigung in einem gemeinsamen europäischen Haus. In diesem Zusammenhang wünsche ich Ihnen allen heute einen schönen, erlebnisreichen Nachmittag, nicht gar so viel schwitzen und noch viele unterhaltsame Gespräche. Danke.